wunderschönen guten Morgen und damit auch recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde Master Builders. Und ich hoffe, wir bekommen was wir bauen können. Toaster scheint für mich in Ordnung zu sein. Toaster, wie bauen wir einen Toaster? Die meisten Toaster sind aus Eisen, sagen wir einfach mal so, ganz grob. Ja, ich bin total in der Vorproduktion, ich fahre jetzt in Urlaub für ein paar Tage, deswegen hoffe ich einfach, dass das hier was wird, was man dann später nehmen kann. Und ja, das ist so der Plan dahinter, cool. Schwarze Wolle braucht man natürlich. Aber ist was, wir fangen einfach mal an. Also Toaster hat ungefähr die Form, huh? So, bam, 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 bam. Und ja, ein paar Toastscheiben da drin haben, ne? Ich hoffe, ich übernehme mich jetzt nicht. So, bam. Sieht das nach Toastform aus? Das könnte Toastform sein. So, bam, 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 bam. Puh, das wird wieder schon so ein scheiß Commentary. Ich merk's schon richtig, weil ist halt nicht drin bei dem Modus. Da muss man sich konzentrieren und da kann man nicht so viel labern. Es tut mir leid, meine Freunde. Aber so könnte das halbwegs schnell gehen, glaube ich. Ja, dauert halt seine Zeit, ne? Toaster ist keine einfache Sache. Toaster ist sogar ziemlich groß. Eigentlich würde ich ja gerne noch irgendwie so ein Brettchen mit einem Toaster nehmen, malen und so, aber malen, was heißt hier malen? Bauen, ist aber, glaube ich, nicht drin. So, jetzt kommt hier dieses komische Blob-Ding, was man dann so rauszieht. Ja, da, ihr wisst, was ich meine. Das dann so hoch springt. So, als nächstes brauchen wir hier in der Mitte ein Gitter, was wir aus diesen Bars machen könnten. Was sind die denn im Deutschen? Ach, keine Ahnung. So, bla, 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 bla. Gar nicht einfach. Wie viel Platz haben wir denn hier noch? 2, okay, das ist in Ordnung soweit. Und wir haben noch 3 Minuten, ich hätte gedacht, wir würden weniger haben. Also ist das soweit eigentlich ganz in Ordnung, wenn ich das denn hier mal treffen würde. Ach scheiße, ich hab's kaputt gemacht. Komm. Bam, bam. Oh, Gott sei Dank. So als nächstes, unser Toaster sieht noch irgendwie ein bisschen scheiße aus. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier unten die Reihe einfach jetzt. Zumindest hier an den Ecken. Dem Zeugs. Keine Ahnung, Design und so. Fragt mich nicht. So. Ja, sieht ein bisschen besser aus. So, als nächstes das Allerwichtigste, der Toast. Und den machen wir einfach aus Holz. Fertig aus. So, wenn ich den jetzt hier so reinpacke. Wie sieht das aus, wenn ich dann hier auch Gitter hinpacke? Das sieht komisch aus, ha? Habe ich mir schon beinahe gedacht. Naja, egal. Warum habe ich das da weggemacht? Egal. So, etwa so, bam, 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 oh scheiße, 2 Minuten nur noch, 2 Minuten ist keine gute Zeitangabe, so, bam, ja, das sieht nach Toast aus, kann man so lassen. Puh, Leute, 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 ich bin ein bisschen angespannt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man irgendwie Breakfast macht und einen Toaster baut, kann man den so schön klein bauen und so schnuggelig, aber hier muss man den ja auch halbwegs groß bauen, damit es nach was aussieht, als ob man hier nicht nur rumgestanden hätte, ne? Ah, das ist blöd, das ist echt blöd. Na komm, jetzt bau doch die Scheiße da. Puh. Wieso hat der so eine komische Kiste gefunden? Ich will auch so eine komische Kiste finden. Okay, ja, kann man machen. So, jetzt der nächste Toast. Bam. Bam. 1 Minute noch. Okay, komm, das schaffen wir. Der bekommt jetzt ein bisschen andere Form, damit es nicht so ebenmäßig aussieht. So, bam. Oh, mein Touchpad ist noch an. Ach, du Schande. Ach, du Schande. Gleich echt Zeitprobleme. Hätte ich nicht gedacht bei einem scheiß fucking Toaster. Oh, ho, ho, ho. Ich will auch so eine komische Kiste finden. Da kriegt man coolen Stuff raus. Ich habe da mal irgendwie so einen Slime-Mount gefunden. Das ist super lustig, damit rumzuhüpfen. Und die Leute gucken mir ganz komisch an, weil das irgendwie super selten ist. So, bam. Oh, Leute. Ey, ich habe Zeitdruck. Ich habe so derben Zeitdruck. Es ist unglaublich. Ich denke, wir sollten in der Lage sein, das zu schaffen.
So, jetzt Boden zu irgendwas anderem, zu Gras vielleicht. Partikel wären noch ganz geil, so Feuerpartikel. Na, ja, schade. Naja, eine haben wir, glaube ich. Eine? Aha! Hat geklappt. Ah, hat er auch gemacht. Aber sein Toast sieht extrem scheiße aus, weil welcher fucking Toaster hat unten. Wieso hat er Penisse da reingebaut? Das kriegt von mir, ne. Weil welcher fucking Toaster hat unten drin Feuer? Dann würde ich mir langsam mal Gedanken machen, wenn der Toaster unten Feuer fängt. Naja. Oh, guck mal, das ist meiner. Naja. Ah, oh, scheiße, ich brauche ja noch einen Thumbnail. Naja. So, bam, fertig. Das Thumbnail wird nicht so ganz so geil, weil Toaster ist einfach ein scheiß Thema, mal ganz ehrlich. Naja. So, mal gucken, was die Leute so gegeben haben dann später. Der sieht geil aus. Mit Stecker und so, das kriegt von mir. Gut, weil. Aber. Nee, der Toast ist innen drin schimmelig. Nee, das ist nicht cool. Schimmeliger Toast ist nicht cool. Definitiv nicht. Weil guckt euch das doch mal an. Würdet ihr das essen? Nee. Vielleicht so Blaubeertoast, hä? Der ist ziemlich scheiße. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das kriegt von mir auch nur so mehr, weil. Mein Eis-Ab-Leading ist es nicht. Ist es nicht am Thema verfehlt oder was total Schlimmes oder so. Oh. Der Lever ist cool. Ist eine coole Idee. Muss ich mir mal merken. Was haben wir denn hier? Okay, wieder ein Toaster mit Schwamm drin. Ist das Schwamm? Das ist Schwamm. Ja, gut. Wer hat ein, so ein Stellregelchen? Kriegt von mir nicht, okay. Toast your life. Also, wenn das dein Leben ist, dann würde ich mir langsam Gedanken machen. Ehrlich. Ohne Scheiß. Ist nicht gut. Oh, guck mal, da deine Gommeskin ist bestimmt der echte. Holy shit, das sind aber lange Toaster. Toast. Kriegt von mir mehr. Weil, was zum Fick? Warum ist da überhaupt ein Loch drin? Wer hat denn so lange Toast? Das hängt der ja mitten übers Frühstücksbrettchen raus. Holy moly. So, was haben wir hier? Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber auch wieder Lava kriegt von mir nicht okay. Sieht echt gar nicht so schlecht aus hier mit dem Ding so zum Runterziehen. Ist gut geworden. Ist echt gut geworden. Und die Form so, toastermäßig. Wenn der gewinnt, hat er verdient. Aber es ist halt Lava unten drin, das ist nicht so ganz so geil. Okay, ein Männchen, ein Toaster und eine Scheibe Toast kriegt von mir nicht okay. Weil, warum zum Fick ein Männchen und warum ist der Toaster leer? Naja. So, mal gucken. Oh, auch sehr geil. Das kriegt von mir ein Gut. Das sieht echt geil aus. Das sieht toastermäßig aus. Auch wenn ich mich frage, wie er die Scheiben da reinbekommen will. Aber naja, wird schon irgendwie möglich sein. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Auch sehr coole Idee. Alter, mein Toaster ist eigentlich richtig scheiße, merke ich gerade so. Weil im Vergleich zu denen hier sieht meiner echt ziemlich mickrig aus, so. Meiner ist mehr so ein bisschen detailgetreu, aber dafür sieht das scheiße aus. Naja, egal. Was haben wir denn hier? Auch ein coolen Toaster. Doch, der gefällt mir. Kriegt von mir auch ein. Ist okay, weil. Der hat so einen fick-riesen Stecker. Fast so groß wie der Toaster. Junge! Naja, egal. Niklas Senator. Okay. Cooler Name. Typ. Auf jeden Fall echt cool. Und die benutzen alle Schwämme. Wer benutzt denn Schwamm für Toast? Ganz ehrlich. John Bell. Der hat gewonnen. Aber ich bin Zweiter geworden. Ich bin immerhin Zweiter geworden. Gebe ich mich mit zufrieden. Ich hoffe natürlich wie immer, euch hat die Runde gefallen. Wir sehen uns dann morgen bei. Ich glaube, einem kleinen Tutorial, denke ich. Naja, wie auch immer, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, also morgen oder übermorgen oder was auch immer. Ciao da rein.